Seit Dezember, 19. Dezember, habe ich meine Kündigung bekommen. Die haben Mitarbeiter beauftragt, die Kündigung zu verteilen. Also nicht durch die DHL oder durch die Post habe ich meine Kündigung bekommen, durch Mitarbeiter, die sie beauftragt haben. Und das war unser Weihnachtsgeschenk. Ich habe Flughafen, also bei Visak alles gemacht. Also ich habe Package koordiniert, ich habe Cargo koordiniert, ich habe von draußen aus koordiniert, Außendienst, ja. Ich habe alles mitgemacht. Ich habe alle Führerscheine, ich habe Pushback gemacht, das heißt Flugzeugfahrer, Schlepper, alles Mögliche, ja. Normalerweise, wenn ich draußen war, Außendienst, habe ich für 5 Leute gearbeitet. Ich habe überall eingepackt. Ich habe bei PHW-Fahren eingepackt. Ich habe bei Kofferladen eingepackt. Ich habe bei Cargofahrer eingestiegen. Also überall, wo Not war, habe ich mitgeholfen. 2010 habe ich einen Unfall gehabt. Von fast 4 Meter bin ich auf Beton gedotzt beim Triebwerksstarten. Da ist mir dann 6 Rippen kaputt gegangen. Ich habe die Schmerzen immer noch. Ja, wenn kalt ist, das merke ich immer. Also wenn warm ist, nicht so. Aber die Schmerzen habe ich lebenlang. Ja, damit lebe ich auch. Die Firma Visak hat mir angeboten, Anfang 4.000 Euro für 22 Jahre einmalig. Und danach haben die erhöht, später 30.000 Euro brutto. Und ich habe das abgelehnt. Weil 30.000 Euro für 22 Jahre, ich habe mein Leben gegeben da, 22 Jahre. Ich habe in meinen 22 Jahren nicht mal richtig 5 Mal meine Pause gemacht. Ich habe beim Koordinationstisch gegessen. Manchmal war auch mein Essen kalt. Ich musste wieder einpacken. Das tut weh. Ja, wenn ich daran denke, was ich da mitgemacht habe, wie wir die Firma hochgebracht haben. Acciona, ich habe die Acciona aufgebaut mit ex-20 Kollegen vom Delta. Von null aufgebaut. Und dann kommen die 2017 Firma Visak und nach 2 Jahren kündigt uns die Firma, die ich aufgebaut habe, nehmen die uns weg. Also die haben uns einfach rausgeschmissen. Nach der Kündigung ist, wie soll ich sagen, es geht mir überhaupt nicht so gut. Also psychisch, finanziell, also sind wir, also meine Familie ist kaputt, kann ich sagen. Ich habe sehr gut verdient. Nach meinem Lohn habe ich meine Pläne gemacht, habe ich meine Wohnung gemietet. Früher habe ich 2,5 Zimmer Wohnung gemietet und danach 3,5 Zimmer, wo ich jetzt wohne. Ich hatte eine Wohnung gekauft, später für, wenn ich mal Rente bin und wenn die Kinder ausziehen, dass ich mit meiner Frau in meine Wohnung ausziehe. Ich habe also Schulden, also nach meinem Lohn habe ich mich also eingeplant. Und auf einmal war Kündigung da und dadurch bin ich viele Schwierigkeiten bekommen. Ich konnte nicht mal meine Miete bezahlen. Ich konnte nicht meine Kredite bezahlen. Kredite habe ich einige gestoppt, einige nicht. Und also jeden Monatsende habe ich Probleme. Ich lebe im Minus. Also ich kann nicht mehr auch klar denken. Und woher konnte ich denn wissen, sicherste Arbeitsstelle war hier Umgebung, die Flughafen. Und woher konnte ich denn wissen, nach 37 Jahren, dass diese Krankheit kommt und dass ich dann arbeitslos werde dadurch. Normalerweise nach 17 Jahren ist man unkündbar. Die haben das gezeigt als Pandemie. Ja? Wir sind alle, auch die anderen Kollegen, sind Pandemieopfer. Die wollten sowieso reduzieren und Pandemie haben sie als Grund gezeigt. Normalerweise kann man auch diese Corona beenden. Ja? Wenn man zum Beispiel weltweit außer Krankenhäuser, Apotheken und Supermärkte. Wenn jede Familie 14 Tage im Zuhause bleiben würde, da wird die Pandemie also runtergehen. Also das muss weltweit gemacht werden. Ende 17 hat die Firma Visak uns übernommen. 1:1. Und danach haben die schon angefangen,
überall, also jede Abteilung zu reduzieren. Und durch die Pandemie haben die uns gesagt, durch die Pandemie haben wir so wenige Flugzeuge und so. Es hat nicht gestimmt, es hat alles weitergegangen, Cargomaschinen, Paxmaschinen. Und die haben uns 232 Arbeiter haben sie gekündigt. Die Firma Visak hat ja deutschlandweit 50.000 Mitarbeiter. Die haben uns auch keine andere Möglichkeit gegeben. Die hätten uns zum Beispiel bei Security oder was weiß ich woanders, hätten sie uns eingesetzt und dann später, wenn die Flughafen wieder losgeht, hätten sie uns wieder zurückgeholt. Das haben die auch nicht gemacht. Also Verdi, kann ich sagen, Verdi hat uns Stich gelassen. Bis jetzt haben sie sich überhaupt nicht gemeldet. Wir haben sogar auch Schwarze Kranz, Verdi-Tür haben wir gelassen. Zweimal war ich bei ZDF Interview, aber was ich alles erzählt habe, haben die alles abgeschnitten. Die haben nicht mal den Namen von Visak erwähnt im Film. Also Anfang war, nehmen uns auch die Politiker, aber danach sind die verschwunden auf einmal. Wo Wahlen alles vorbei war, haben die uns vergessen. Also Politiker sind auch nicht hinter uns. Wenn zum Beispiel irgendwas ist, stehen die Politiker hinter den Arbeitgeber. Ich meine, wenn man zum Beispiel so und so viel Spenden macht, ja, und wenn irgendwas ist, dann laufen sie zu Politiker und das wird, wie soll ich sagen, ich meine, jeder kann ja mal selber denken, was dann die Politiker, also den Spendengeber, also helfen die dabei, also bei Schwierigkeiten. Wir werden weiterkämpfen. Also wir werden nicht aufgeben. Und Kapitalisten gewinnen immer, wir Mitarbeiter nicht, aber das heißt nicht, dass die Kapitalisten immer gewinnen würden, ja? Wir werden nach unseren Rechten kämpfen und wir wollen auch gewinnen. Das ist mein Motto heute, wir, morgen ihr. Das kann jeden treffen. Also keine Mitarbeiter hier in Deutschland für mich ist sicher. Das kann jeden von heute auf morgen treffen. Ja, und sehen Sie das, Opel, Mercedes, VW. Aber was ich nicht verstehe, solange die Arbeiter nicht dagegen demonstrieren, nicht auf die Straße gehen, also Kapitalisten werden noch mehr Leute entlassen. Ich habe keinen Glauben an Gewerkschaften. Gewerkschaften gucken nur ihre Kasse, damit die dicke Autos fahren. Ja, Gewerkschaften gucken, die wissen nicht mal, wie die Familien geht. Die wissen nicht, wie die Familien über die Runde kommen. Für sie ist es wichtig, Einnahme, sonst nichts. Wir Arbeiter müssen uns alle zusammenschließen. Also weltweit, nicht nur Deutschland, weltweit. Wir müssen alle zusammenschließen, auf die Straße gehen und einen Stopp dazu sagen.